So, da sind wir. Und begeben uns durch das Sprungtor. Na? Terranische Sicherheit an Teladi-Schiff. Sie nähern sich terranischem Sperrgebiet. Bitte ändern Sie Ihren Kurs. Teladi-Handelsschiff, lukrative Investition an terranische Patrouille. Wir suchen nach Möglichkeiten, Profit auf Gegenseitigkeit zu erzielen. Wir sind nicht interessiert. Wir bestehen darauf, dass Sie Ihren Kurs ändern. Aber wir können sicherlich gegenseitigen Nutzen daraus ziehen, wenn... Negativ. Wir verlangen, dass Sie den Kurs sofort ändern. Vielleicht können wir Sie überzeugen mit wertvollen Informationen über... Wir befehlen Ihnen, Ihren Kurs sofort zu ändern, oder wir werden Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit dieses Systems ergreifen müssen. Okay, okay. Kurswechsel. Der nicht realisierte Profit aus diesem unglücklichen Verlust von Gelegenheiten wird zu gleichen Teilen zwischen uns aufgeteilt. Bitte stoppen Sie. Wir werden Ihren Frachtraum scannen. Alles in Ordnung. Sie können Ihre Reise fortsetzen. Mhm. Sie scheinen enttäuscht zu sein. Das war ja strange. Mit den Teladis. So, ist hier irgendwas? Nö, hier ist ja auch nichts. Da ist ein... Oh, ein Sicherheitscontainer. Hm, ärgerlich. Sind hier schon wieder keine Stationen? Also hier ist irgendwie wenig bis gar nichts los. Gut, nach oben kann ich nicht gucken. Also auch im Asteroidengürtel war das, ne? Ja. Ist auch einfach mal ja nichts. Also keine Station. Nichts. Leerer Raum. Wem gehört das eigentlich? Terranisches Protektorat. Okay. Homedog, bla bla. Ja, so ein kleiner Sektor. Also könnte man entspannt hier rumdüdeln. Schön, dass mir die Sicherheitscontainer angezeigt werden. Das finde ich geil. Wo fliegen die denn hin? Ah, okay. Hier sind erstmal Schiffe. Hier ist ein Sprungtor. Unbekanntes Objekt. Er ist ein Sprungtor. Nähere dich Transport kriegsentscheidender Vorräte. Medikamentenfabrik. Ah, okay, das ist auch wieder so ein Sprungtor. Unbekanntes Objekt. Ich decke erstmal ganz kurz hier die zwei, drei Sachen auf. So, wo geht's da hin? Getsu Fune. Nee, dreh dich. Ja, wir müssen wahrscheinlich andocken. Medikamentenfabrik. Noch eine? Okay. Unbekanntes Objekt. Ja, das ist ein Sprungtor wieder irgendwo hin. Nee, das heißt nicht Sprungtor. Beschleuniger. Da ist ein Reparaturauftrag. Nach unbekannter Sektor. Okay. So. Gut, dann fliegen wir zurück. Haben wir irgendwas entdeckt? Nope. Wo fliegt der denn hin? Der fliegt auch irgendwo hin. Also da hinten muss auch noch irgendwas sein. Guck mal, was ist denn das? Ach, das... Ach, okay, das ist der blöde Beschleuniger. Wirklich gar nichts. Krass. So, okay. Docke an terranische Verteidigungsstation. Ist diese hier. So.
Alter! Das ist also diese Geschichte über die Miliz der Sonnensystemgeborenen, die überall in den Nachrichten war. Manche sagen, es liegt an der erhöhten Xenon-Aktivität. Andere sagen, es sei eine Art PR-Gag oder sogar ein politisches Machtspiel gegen das Interventionskorps. Naja, ich bin keiner, der sich beklagt. Dieses Mal jedenfalls nicht. Was auch immer uns beim Oberkommando beliebt macht. Okay, Befehle abwarten. Staffeln und fremde Hilfskräfte. Lassen Sie mich hiermit diejenigen von Ihnen, die nicht das Glück hatten, auf terranischem Boden geboren zu werden, offiziell in den Reihen der ersten und letzten Verteidiger des Tor-Netzwerks zu begrüßen. Und für die, die Sonnensystemgeborene oder sogar Erdgeborene sind, der Versuchung des Heldentums zu widerstehen und die Verteidigung unseres Heiligtums an erste Stelle zu setzen, ist ein Zeichen der Vorsehung und von wahrem Mut. Indem Sie hierher gekommen sind, haben Sie die Erde bereits stolz gemacht. Captain, Sie sind dran. Datenstrom, auftrags wenig. Verbindlichsten Dank. Hier ist Captain Novak Lee vom militärischen Versorgungstransport Silverback. Hallo. Ein weiteres Willkommen von mir und meiner Besatzung. Und ich bin froh zu sehen, dass die Miliz ihre Versprechen hält. Ja. An alle Staffeln, auf den Start vorbereiten. Danke für Ihre Hilfe. Okay. What? Okay, ich habe Geld bekommen. 113.000? Oh, das mit dem Scannen ist so viel einfacher. Sehr geil. Das hat mich immer fuchsig gemacht. Okay, sagte er und jetzt passiert gerade wieder gar nichts. Oh, hier ist irgendwo ein Datenstrom. Da. Okay. Rabatt freigeschaltet. So, ich soll irgendwas eskortieren? Ah, jetzt habe ich es auch mal entdeckt. Hier spricht Ihr Captain. Wir nähern uns dem Erdtor. Bitte achten Sie auf Widerstand. Okay, so, fliegen wir mal hin. Wir sollen ja das Ding hier bewachen. Andocken abgebrochen. Ja, ja, alles gut. Ah, so, ich habe irgendeine Nachricht. Jetzt fragt mich mal einer. Terraner gegen Xenon. Gildenmission. Trivial. Sprich mit Haruka Long. Ne, ich habe ja gerade eine Mission. Eskortiere das Ding. Scannen, entern. Andocken. Geschwindigkeit anpassen. Okay, was ist jetzt sein Plan? Wo fliegt denn er hin? Dicker, was, wo willst du hin? So, sehr geehrter Herr, die unverantwortliche Untätigkeit des Planetengemeinschaft bei der Eindämmung der Xenon hat erneut gezeigt, dass das Sonnensystem nur dann sicher sein kann, wenn das iranische Protektorat eine proaktive Haltung einnimmt. Wir bitten jeden fähigen Bürger des Sonnensystems, sich bei diesem Vertreter zu melden. Darüber hinaus haben wir außerhalb Sonnensystems willkommen. Kontaktinformationen Haruka Long. Okay, das haben wir ja schon gesehen. So.
Alter, was macht der denn? Sag mal, weißt du, was der macht? What? Xenon auf schnellem Anflug. Beschäftigen Sie sich, während wir Gegenmaßnahmen vorbereiten. Okay, das... das... Darauf habe ich gewartet. Zeit für einen richtigen Kampf. Kurios? Bang. Down. Oha. So, ich sollte mich vielleicht auch bewegen. Einer irgendwo noch da. Yeah. Container. Ja, Inventargegenstände sind kleine Gegenstände, ist mir klar. Alter, hier sind noch viel mehr. Scheiße. Ja, nächster Down. Nächster Down. Und der letzte. Oh. Yeah. Puh, da habe ich's durchgeschafft. Schön. Sehr, sehr schön. Wo ist denn mein Ziel? Da oben. Da ist ein Sicherheitscontainer. Alter, wie viele Sicherheitscontainer hier rumschwirren, ist geil. Container. 4 Kilometer ist mir zu weit weg. Sicherheitscontainer. Ja, wo? Alter, an 216 Kilometern? Okinawa. Oh, und das ist die Erde? Nee, wo sind wir denn? Getsu Fiyun. Okay, ich bin zu schnell, aber auch zu langsam. Hier spricht Ihr Captain. Im Namen der Besatzung des Silverback möchte ich Ihnen für Ihre fortgesetzte Unterstützung während dieser turbulenten Episoden danken. Sehr gerne. Wir sollten die letzte Etappe unserer Route ohne weitere Unterbrechungen bewältigen können. Das hoffe ich. Mann, jetzt... Kinderleicht. Mal sehen, was das Missionskommando als nächstes für uns bereithält. Ah ja, okay. Außenposten der Miliz des der Sonnengeborenen. So, ich hoffe, das reicht schon aus. Sieh sich mal einer diese Station an. Wir hissen wirklich unsere Flagge, nicht wahr? Ich frag mich, was der Rest des Netzwerks dazu zu sagen hat. Wie auch immer, nach dem Protokoll schätze ich, der nächste logische Schritt ist... Finde gepanzerte Sicherheitscontainer? Okay. Minen. War ja klar. Kein militärischer Außenposten ohne Minenfeld. Ich hoffe nur, sie geben uns die mit freundlicher Freundlichkeit. Panzerte Sicherheitscontainer. Sie werfen immer noch dieselben alten Mehrzweckschließboxen aus, in der Hoffnung, dass irgendjemand sie schließlich aufsammelt. Es ist ein Wunder, dass sie nicht abgedriftet sind, gehijackt von Newtons rachsüchtigem Geist. Versuchen Sie, sie mit Ihrem Langstreckenscan zu finden. Ja, ich hab sie doch schon alle. Ein Schloss. Oh fuck, Alter. Ich hab ziemlich krasse Waffen. Das ist mein großes Problem eigentlich.
geliefert. Das ist schlau. Danke für Ihre Hilfe. Muss ich jetzt alle aufsammeln? Das sind in der Tat Freund-Feind-Minen. Wenn Sie genug davon gesammelt haben, sollten wir weiter zur Bereitstellungszone. Okay, gut, dann machen wir erstmal 5 Container auf. Weil ich habe echt Angst, dass ich die Dinger zahle. Also die... Was hat Depper hier? Sicherheitscontainer. 5 Minen im Zielbereich. Achso, wir sind schon fertig, okay. So, Melean-Kristalle, sehr schön. Sicherheitscontainer. Die sind ein bisschen was wert. Ich habe leider vergessen, die Einstufung der jeweiligen Kristalle. Also, wie teuer welche sind. Algenbürste und Agilitkristalle. Gut, Unkrautvernichter. Leerer Raum. What is my mission? Minen im Zielbereich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich im Zielbereich bin. Bin ich im Zielbereich? Stelle 5 Minen auf. Scheint etwas gefährlich, sie so nah am Außenposten zu platzieren. Aber was wissen wir schon? Wie stelle ich einen Minen auf? Ach, hier aufstellen. Freund, Feind, Mine. Okay. So, melde dich bei irgendwen. Mal sehen, wie unsere Mitverteidiger ihren Teil des Auftrags erledigt haben. Oh Mann! Wie auch immer. Unsere Aufgabenliste ist damit fast erledigt. Nur noch eine Standardpatrouille übrig. Die sind einfach. Man umkreist die Station ein paar Minuten lang und sagt ihnen, dass alles in Ordnung ist. Verschlüsselte Verbindung hergestellt. Okay, das ist einfach. Was ist los, Nelly? In der Tat, was ist los, Kadett? Da scheint eine Navigationswake in verdächtiger Nähe zu unserem Außenposten zu sein. Eine Navigationswake ohne erkennbaren Eigentümer und Zweck. Untersuchen Sie das. Aber bewahren Sie stillschweigend darüber. Okay, Navigationsmine. Navigationswake. Oder Barke. Komme ich da durch? Ja. Feindlich. Wer um alles in der Welt ist Yaki? Noch nie von dem Typen gehört. Seltsam. Ich hätte schwören können, dass da zuerst eine Art Signal war. Ich fürchte, wir müssen Ihre geheime Mission verschieben. Unsere Scanner haben ein sich näherndes Xenon-Schiff aufgefangen. Satteln Sie und schließen Sie sich der Verteidigung an. Okay, Patrouille Außenposten. Okinawa. Ja, ich wäre bereit. Da hinten ist was. T. Ist T groß? Wartungsschiff. War feindlich, muss ich angreifen. T. Moment mal, das ist ein Aufklärer. Wir müssen ihn erwischen. Ehe. Und weg ist er. Okay. An alle Staffeln auf den Start vorbereiten. Wir haben eine hereinkommende Xenon-Streitkraft. Angreifen, wenn Sie bereit sind. Missionskommando Ende. T. Bei der Sonne. Was könnte wichtiger sein als das? Oh Gott, da hinten kommen sie. Da
Da kommt eine ganze Flotte an. M. T. M. T. M. 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 Danke für Ihre Hilfe. Cool, wieder Geld bekommen. Ach nee, ach, mein Kontostand ist so viel, alles klar. Und er hat sich bedankt für das Abschießen von dem Kriminellen. Alter, was wird denn hier eigentlich gebaut, genau vor meinen Augen? Verteidigungsstation. Okay, irgendwas entsteht hier. M. 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 Gut, okay, greifen wir mal an. Ich würde aber ungern da jetzt reinballern. Also ich würde die Station halt gar noch mit zur Hilfe nehmen. So, der spaltet sich ein bisschen ab. Oh! Goodbye. Container. Container. Na, oh, komm her. Jetzt. Oh, ich habe irgendwas Illegales an Bord. M. M. N. M. 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 Dann kannst du doch sicherlich besser, e. oder? P. Okay, das war nicht ich, oder? Container. Trotz. Danke für Ihre. Oh, der ist weg. M. M. N. N. Gar nicht gut. M. M. N. N. Okay, nehmen wir N. Oh, da hat... Hat's jemand erwischt? Down. Das wollen Sie nicht wirklich. Container. So, schnell aufsammeln und weiterfliegen. N. M. N. N. M. M. N. Ist irgendwas näher? Nee. M. Ja, noch weiter weg. M. Komm, wir fliegen mal dahin. Okay, ich glaube, da komme ich viel zu spät schon. Gut. M. 5. Nee, 9 Kilometer weg. Warum bin ich denn eigentlich so langsam? Leute, ich will euch ja nicht euren Enthusiasmus nehmen, aber da scheint es einen Tumult zu geben. Das ist unerhört. Die Republik wird das nicht dulden. Zurücktreten, Bürger. Dieser Sektor ist entscheidend für die Verteidigung des Sonnensystems und des gesamten Tor-Netzwerks. Mit der Zeit wird die Republik Antigone sicherlich die Vorteile unseres Schutzes erkennen. Ja, genau. Das ist eine militärische Besetzung von neutralem Boden. Beschädigen Sie mein Schiff, verletzen Sie meine Crew und jeder wird Sie als die Unterdrücker sehen, die Sie wirklich sind. Shinkisho, dieser tollpatschige Trottel ist dabei, direkt in unser Minenfeld zu walzen. Irgendwelche Staffeln in der Nähe? Ja, man. Das ist eine Erleichterung. Schnell, verlangsamen Sie das Schiff, ohne seine Besatzung zu verletzen. Wir können nicht so bald einen weiteren diplomatischen Zusammenbruch gebrauchen. Und verbinden Sie mich mit dem Chefsekretär, aber pronto. Du hast den Kommandanten gehört. Ich folge dir. Das wird nicht schön. Das ist ein Schock. So einfach lasse ich mich nicht besiegen. Ich soll den stoppen? Okay. Oh, ich verstehe. Die Zerstörung dieser Motoren könnte sie verhindern. Kannst du dir aber auch passieren? Okay, das wäre jetzt auch meine einzige Idee gewesen, die ich hatte. Gut gemacht, Staffel.
Nachbarn sehen das vielleicht nicht so, aber das Netzwerk hängt von Leuten wie Ihnen ab. Leuten wie uns, die nicht zögern, das Notwendige zu tun. Ganz genau. Ich brauche Sie beide jetzt auf Bereitschaft, während ich dieses diplomatische Chaos regle. T. Sehr schön. Auch erledigt die Mission. Eine solche Situation kann sogar eine harte Nuss wie das Missionskommando knacken. Wenigstens scheinen wir diesmal in ihren Augen gut abgeschnitten zu haben. Und wir haben sogar eine nette Summe für unsere Mühe erhalten. Echt? Oh, 125.000 Credits. Dies ist eine Option, also nehmen... Es könnte eine gute Gelegenheit sein, ein paar Upgrades für unsere Schiffe zu kaufen. Ich habe mir erlaubt, die nächstgelegene Station für Sie zu markieren. Wenn Sie glauben, dass Sie bereits soweit sind, lassen Sie es mich einfach wissen. Wenn Sie bereit soweit sind. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg nach Sol. Und werden uns mal upgraden, wie es verlangt wird von uns. Gibt es hier wieder keine einzigen Stationen? Also außer die, wo wir gerade waren? Was ist denn das für ein unterbevölkertes Reich hier? Na gut, hier unten ist wieder... Strange. Very, very strange. Ich hätte gern ein besseres Schiff. Ich muss unbedingt mein Schiff auch reparieren. Das können wir aber wieder manuell machen. Emanuel. Aber wir fliegen erstmal nach Sol. Sol. Was ist das? Tokio. Huch. Okay, alle zuhören. Wir haben Berichte über erhöhte Xenon-Aktivitäten in grausamer Vorstoß 2. Wie jeder weiß, ist das der primäre Xenon-Eintrittspunkt in dem Gebiet. Und es ist unsere Pflicht, mit dieser Situation umzugehen. Super. Unsere Mission ist es, einen Präzisionsschlag einzuleiten, um die Aufmerksamkeit von unseren Bewegungen in Getsufune abzulenken. Bleibt aufmerksam. Ja. Machen wir. Sprungtor. Zoll. Wir bleiben aufmerksam. Ich weiß immer noch nicht, warum ich ein rotes Ausrufezeichen über meinem Schiff habe. Erklärungen. Zoll. Gerne an mich weiterleiten. Okay. Ja, der hat Glück. Beschleuniger. Unbekannter Sektor. Unbekannter Sektor. Dann, was ist das? Rückkehr zur Normalität. Ja, irgendeine Mission noch, die wir machen könnten. Machen wir aber heute nicht. Wir rüsten erstmal unser Schiff aus. Sicherheitscontainer. Ich finde es wirklich schön, dass die Sicherheitscontainer angezeigt werden. Digga, gib mir die Mission. Moderat für 200.000. Ja. Wie gesagt, kann man irgendwann später machen. Unbekannter Sektor. Erreiche Jupiter. Oh, Jupiter. Computronik-Substratfabrik. What? Computronik-Substratfabrik. Das ist mal was ich noch nicht gehört habe. Unbekannte Station. Combotronik-Substratfabrik. Da ist ein goldenes Ausrufezeichen. Ich würde einfach mal den Scanner anschmeißen. So, Upgrade deiner Schiffsantriebe und Upgrade deiner Schiffsantriebe. Okay. Orbital-Verteidigungsstation. Unbekannte Station. Genau, da fliegen wir jetzt hin. Das ist ein Ausrüstungsdock. Ist richtig? Hier auf dem Jupiter. Jupiter Jones. Venus. Ah, mir Venus. Ah, mir Fire. Tja, ansonsten ist hier nicht viel. Terrania. Konstruktionsschiff Kyushu. Terranisches Ausrüstungsdock. So, das machen wir noch zum Abschluss der heutigen Folge. Wir rüsten auf und dann brechen wir ab. Also die Folge. Schön. Oh mein Gott, ich bin... Ja, ist doch okay. Alter, dieses Schiff lässt sich wirklich steuern. Ich brauche unbedingt bessere. Was denn jetzt? Was ist denn Haley? Oh, oh.
Oh oh. Es war schwierig, mit diesen Xenon Schritt zu halten. Also empfehle ich, die Motoren um eine Stufe zu verbessern. Und mit besseren Waffen macht man auch nie was falsch. Vergessen Sie nicht, sich mit aufstellbaren Geräten zu versorgen. Satelliten, Navigationsbarken, Minen, man weiß ja nie. Ja, sonst noch einen klugen Spruch. Illegale Daten auf Drohne entdeckt. Hat illegale Daten auf Drohne entdeckt? Tyrannische Ausrüstung, da. Erfolgreich angedockt. Dein Staffelkamerad empfiehlt dir, einen Standortsatelliten zu kaufen, falls du derzeit keinen hast. Es freut, Sie an Bord zu begrüßen. So, angedocktes Schiff aufrüsten. So, was soll ich mir kaufen? Eine Drohne? Ne, ich will keine Einstellung. Repair. Nee, die 5000 können wir uns sparen, das können wir nämlich selber machen. Ich soll irgendeine Drohne kaufen. Servicemannschaften brauche ich nicht. Das könnten wir uns eigentlich mal so holen. Was für eine Drohne soll ich machen? Diener? Also gehen wir davon aus, dass er das hier meint. Die Satelliten. Da können wir uns mal einen kaufen. 4000. Software. Landecomputer. Langstrecken. Den Polizeiscanner. Handelscomputererweiterung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir so schnell zum Handeln kommen. Waffensysteme. Ja, die Pulsleser sind cool. Ich verstehe bloß nicht. Ach, was ist denn das für... Ja. Staffelkamerad, einen Standardsatelliten zu kaufen. Habe ich. Was ist denn das für eine komische Konstruktion? So, ich habe also dreimal den. Mesonenstrahler. Ja, der Pulsleser ist schon cool. Den können wir mal so lassen. Shield Generator. Wie viel Geld habe ich? 200.000. Steuerdüsen. Definitiv bessere. Und zwar Gefecht MK2. Ja. Gieren ist mir egal, aber Nicken, Rollen und vor allen Dingen hier... Ditte. Also, den installieren wir. Und die Antriebsdüse, da holen wir uns auch mal Gefecht... MK1. Boah, Alter, das ist... Naja. Kann ich mir die überhaupt leisten? Dann hole ich mir Gefecht MK2. So, macht zusammen 120.000. Ich könnte unser Schiff noch umbenennen, aber das will ich nicht. Kukri. Größer S. Ja, zur Einkaufsliste hinzufügen. Gesamtpreis 120.000. Bestellung bestätigen. So, 40 Sekunden. Kukri. Wir gucken mal. Kuken. Oh, wer bist du? Hallo. Guten Tag. Hallo. Moral, Ingenieurswesen. Ich muss mal ganz kurz auf mein Schiff gehen. Fraktion, Statistiken, Invent. Nee. Global. Boah, wie komme ich noch ganz kurz in mein. Nee, Doc auch nicht. In meinen Besitz. Da. Kukri. Crew. Untergeordnet habe ich gar keinen. Okay, hallo. Guten Tag. Hallo. Anwerben. Klick auf Schiff. Kukri. Ausgewählter Arbeitsplatz? Gar keiner. Doch, den hier bitte. Und du wirst Servicemannschaft. Wähle die Crew und die Kategorisierung, um zuzuweisen. Okay. Ja, du bist eigentlich... Viel Glück da draußen. Jo, danke. Du bist nicht wirklich gut. Sind wir uns, glaube ich, einig. Ich guck mal, ob ich hier noch ein paar andere finde. So, erstmal würde ich gerne in den Händlerbereich und ja, in der Hoffnung, dass ich ein bisschen was verkaufen kann, vor allem die Kristalle. Ist denn hier nicht mal ein bisschen mehr Bewegung jetzt? Da unten stehen welche. Wo sind Händler hin? Da. Hallo. Hallo. Management. Kann ich dich anwerben? Kann ich helfen? Nö. Bitte sehr. Danke sehr. Interface-Einheiten. Nee, ich hätte gerne die ganzen Kristalle verkauft.
16k. Algenbürste. Okay, das bringt gar nichts. Menelian-Kristalle bringen mir nochmal ein bisschen was. Unkrautvernichter kann auch weg. 37.000, das ist doch super. Jetzt haben wir noch Reparaturlaser, den brauche ich. Bombenwerfer. Raumanzugs. Boah, die sind aber teuer. Verbände. Dankeschön. Viel Glück da draußen. Jo, danke. Okay. So, Werkbank. Was konnte ich denn da nochmal machen? Ah ja. Ein Sicherheitsschneider kann ich herstellen. Für 159.000. Kann ich helfen? Den kann ich auch verkaufen hier, ne? Nö. Kann ich nicht. Alles klar. Viel Glück da draußen. Jo. Wo konnte ich denn diese Sachen herstellen? Verkaufen. Scheiße, ich kann nicht rüberspringen. Ich würde gerne nach unten. Nicht wegrennen. Ich will gucken, was du für Fähigkeiten hast. Dum, 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 dum. Hallo! Hallo auch. Hallo auch. Entern. Entern bist du gut. Hallo auch. Hallo auch. Anwerben. Kukri. Als Marinesoldatin. Daisy Daniels. Großartig. Ich freue mich auf meine erste Aufgabe. Ja, ich auch. So, wer steht da noch rum? Ah ja. Hallo auch. Du bist nicht wichtig. Alejandro Braun. Der Typ steht immer noch da. Gut. Meine Damen und meine Herren, dann würde ich sagen, docken wir ab. Die Sachen sind alle installiert. Wir haben noch 161.000 Kredits. Crewfähigkeiten. Erbitte Erlaubnis zum Andocken. Ja, 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 alles gut. Andockerlaubnis erteilt. Wo sehe ich denn meine Crew? Hier. Marinesoldat, genau. Einer Rekruten. Warum werden die nicht angezeigt? Untergeordnet. So, der Pilot ist bombastisch. Achso, weil ich das bin. Ja, natürlich bin ich bombastisch. Ist uns allen klar. Inventar. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass hier illegale Sachen dabei sind. Ich kann es aber nicht nachweisen. So, Service. Wie konnte ich denn nochmal mir die Crew-Fähigkeiten angucken? Crew-Fähigkeit. Kombinierte. Ja, 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 okay. Ausrüstung. Aktive Waffengruppen. Ja, oh Gott. Satelliten, Navigation, Ressourcen, Freund-Feind-Minen. Ja, meine Laser, meine Gefechtsantriebe, Schildgeneratoren. Alles gut. Logbuch haben wir nicht. Verhalten. Ja, ist unwichtig. Einzelanweisung ebenfalls unwichtig. Gut. Ja, ich weiß nicht, wie ich an meine Crew komme. So, wir machen Schluss. Sehen uns morgen wieder und dann machen wir wahrscheinlich die Mission weiter. Ja, wir werden uns schon irgendwas überlegen, was wir weitermachen können. Herzlichen Dank und bis morgen.